Ich glaube, die Wahrheit dieses Spiels gestern ist, du fährst dahin, du hast 9 Punkte Vorsprung. Der Faktor innerer Schweinehund, von dem sich keiner freimachen kann. Die wissen auch, sie haben 9 Punkte Vorsprung. Dann gehen sie auch noch in der 9. Minute beim Aufsteiger 1-0 in Führung. Und ich glaube, dann sind ein paar Prozent weg, dass du einfach schon denkst, ich bin auf dem richtigen Weg hier in dem Spiel. Und wenn der Gegner dann so die Kurve kriegt, dann ist es für dich schwer, wieder reinzukommen. Aber ganz ehrlich, als Rekordmeister Bayern, wenn du 4 Tore, und ich glaube, das ist seit knapp 50 Jahren nicht mehr passiert, in der ersten Halbzeit kassierst, dann muss deine Reaktion kommen. Und wenn wir ehrlich sind, es sind direkt 2 Abseitstore gefallen. Eins direkt nach der Pause. Direkt nach der Pause für Bochum. Also wenn du da Pech hast, dann hast du noch einen mehr in der Kiste. Und wie dann die Körpersprache, speziell von so Leuten wie Sané und dieses ganze Schönheitsorchester da vorne wieder war, da muss ich sagen, nach 50, 60 Minuten, die musst du eigentlich alle auswechseln. Was ist das für eine Vorstellung? Du kannst dich ja nicht sehenden Auges so fertig machen lassen vom VfL Bochum. Also da muss ich zumindest eine Reaktion sehen und die war überhaupt nicht da. Selbst ein Lewandowski, der ist 1-2 Mal gut weggefault worden, dem konntest du ansehen, dass der richtig mit sich kämpfen musste, dass der da überhaupt noch gegenhält. Ja? Und das erwarte ich einfach von Bayern. Und in der Form, wenn wir die Frage stellen, Champions League, was ist das, dann sind sie definitiv nicht Top 4. Mit dieser Defensive schon gar nicht und mit dieser Mentalität, die nicht vorhanden war. Aber müssen wir gleich mal den Stefan zufragen. Diese Eigendynamik ist genau das, was ich angesprochen habe. Du kriegst die Kurve nicht mehr. Beispiel, selbst unter Hansi Flick letzte Saison, du beginnst mit einem 8-0 gegen Schalke und verlierst danach, da gab es auch Hohn und Spott, 4-1 in Hoffenheim. Es ist oft der Fall, gerade wenn du dich zu sicher fühlst, dass du dann Probleme im nächsten Spiel hast. Aber wenn eine Mannschaft in einer Historie bewiesen hat, dass es immer wieder nach Rückständen ist. Stefan Effenberg sitzt hier, einige dieser Spiele selber erlebt, das Spiel drehst, dann steht Bayern dafür. Wie oft haben wir gesagt, typisch Bayern-Dusel, hinten raus, wieder gedreht. Und das beste Beispiel ist das Jahrhundertspiel, was bis gestern das 5-6 in Bochum war, 1976. Mhm. Ja, da hat Bochum auch sehr hoch geführt. Und dann gab es nach 6 Schüssen 6 Tore. Das ist gestern getilgt worden, dieses Trauma meiner Meinung nach. Das haben auch viele Fans so wahrgenommen. Weil das lasse ich nicht gelten. Also wenn das eine Mannschaft kann und bewiesen hat, dann ist es Bayern.